Können mir die Laserhut schaden? Ja, aber nur die Spitze. Achso. Ist ja dumm. Jo. Er gibt absolut keinen Sinn. Das erklärt aber, warum ich keinen Schaden kriege so oft. Lustigerweise tut aber auch die Spitze weiterhin weh, wenn sie an der Wand ist. Das ist wirklich einfach nur eine schadende Spitze, die durch den Raum geschoben wird. Ich glaube, da haben sie einfach die Hitbox nicht richtig programmiert. Wahrscheinlich, ja. Bin auf diese verbesserte Version sehr gespannt. Ich meine, es gibt diverse Level, die halt einfach länger sein hätten können. Ja, da habe ich schon Gokuspot gefragt, ob er da Lust hätte, dass wir da mal ein Rennen machen. Dann vielleicht auch direkt ein 100% Rennen. Ich meine, wenn es verbessert wurde, müssten die 100% ja auch machbarer sein. Wenn du so richtig anstellst, kannst du den Raum tatsächlich durchqueren, ohne dass die Flammen einmal hoch müssen. Mhm. Aber du musst du diesen Zeitpunkt richtig abschätzen, ab dem du dich bewegen kannst. Toll, das war nur ein Showcase-Raum. Ja, einfach nur um zu zeigen, guck mal, neue Mechanik. Zumindest weiß ich jetzt, woher der Mega Man Maker seine Tricksmechanik hat. Die Flammenwand? Nee, die kommt nicht von hier. Nee? Nee. Sieht aber sehr noch aus. Ich weiß, aber nee. Die Flammenwand aus dem Mega Man Maker kommt von woanders her. Ich weiß nicht, ob du das Original vom Mega Man Maker mögen wirst, aber... Bitte sag mir, dass du nicht so hoch kommst. Was glaubst du denn? Ich glaube, das war schon. Aber du bist ja immerhin hier. Also du meinst, es ist nicht vom Mega Man Maker hier. Flammenwand. Nee, nee. Was macht dich da so sicher? Naja, ich weiß, woher die Flammenwand kommt. Kannst du nicht einfach der Kamera vorausrennen? Das geht doch nicht. Wo die Kamera nicht hinschaut, ist auch kein Raum. Ich denke, Pokespot und ich können das beide gerade synchron sagen. Viel Spaß. Okay. War das jetzt ein Boss, der links und rechts agiert? Mit dem Hintergrund und so? Oh nein, nicht schon wieder ein Devil. Da ist sie ja. Endlich triffst du sie auch mal. Das ist die Mutter der Albträume. Aha. Naja, du hast ja gesagt, dass es ein Devil-Boss ist. Dann folgt er natürlich auch den Devil-Regeln. Weißt du ja, wenn die Mega Man X-Reihe einen Devil-Boss daherbringt, dann ist der immer gut. Ja, natürlich.
zu viele Attack Patterns schon mal. Bitte? Zu viele Attack Patterns. Mhm. Du sagtest zu viele? Da geht immer mehr. Das Miese ist halt, dass diese ganzen einzelnen Attacken beliebig kombiniert werden können. Und dann verstehe ich noch nicht, wie ich ihm ausweichen kann, wenn er sich bewegt. Da musst du eine konstante Bewegung durch den Raum die ganze Zeit mitmachen. Und dann musst du natürlich aber noch reagieren, wenn sich die beiden noch irgendwie anders orientieren sollten für den Angriff. Also da musst du dann natürlich auch noch reagieren. Aber ich denke, an der Stelle ist ersichtlich, warum du diese Hyper, der scheiß das Ding, warum du das hier brauchst. Ansonsten ist es mit X. Stimmt ja, ich kann ja dashen. Mhm. Ist auch nötig, um dem anständig auszuweichen, ansonsten bist du zu langsam. Ach, mit der Blade Armor, ja. Mhm. Shadow. Okay. Dann gucken wir mal, was können denn so Waffen? Du hast keine Waffen mit der Rüstung. Oh. Du hast nur einen Hyperangriff. Ne, Giga. Giga-Angriff. Giga-Attack. Ja, übrigens ist der nur Level 4. Ja, 4 ist das, aus irgendeinem Grund das höchste, das Gegner in dem Spiel haben können. Meine Fresse. Also ich denke, der Boss wird kein Ewigkeitswerk bei dir. Aber du siehst, er ist nicht einfach. Teilen die sich eigentlich eine HP-Leiste oder muss ich beide töten? Die teilen sich eine. Jedes davon hat die Hälfte davon. Also muss ich doch beide töten. Ja, ja, du musst beide erledigen, aber jedes davon hat die Hälfte der Leistung. Ja, aber das ist ja dann kein Teil. Halt den Rand, ich habe dir schon zu viel gesagt. Doch was ist denn los, Maxi?
Meine Fresse, wenn dieser scheiß Charakter nicht jedes Mal nicht das machen würde, was ich ihm sage. Ja, ich hab prinzipiell keinen Bock, irgendwas zu machen, wenn du gerade von der Wand runterfällst. Der Boss hat übrigens keine Muster. Das ist mir schon aufgefallen. Er hat genau eine einzige Konstante und die bringt dir nicht viel. Ja, wenigstens schaut hier direkt beim Boss, ne? Ja, da kommt es einem zugute, dass... Na, weil sie wussten, dass sie Scheiß gebaut haben. Ja. Genau das. Und da sie wahrscheinlich nicht mehr Zeit hatten, das zu fixen, haben sie das so gemacht. Mann, wieso springst du niemals vom Wand ab, Mann?
Das war übrigens auch das, als ich bei Stift und Papier zu Pokespot gemeint hatte, der Gegner, deren Kampf mit einem Herzklopfen anfängt, lösen bei mir Gefühle aus. Ja, schrecklich liegen auch der Name. Sie ist halt einfach. Also, dieser Gegner ist grausig. Hast du den Namen schon genannt? Altra-Mutter. Ja. Die Mutter der Alträume. Eines der größten Scheusale in diesem Spiel. Alles habe ich diesen Boss studiert. Hast du ihn schon geschafft? Ja. Ich bin an dem Boss und alles vorbei, ja? Erst sozusagen bei den finalen Bossphasen. Ja, ja, ja. Also eigentlich, ja, ich bin relativ weit, aber an der Stelle, wo ich aktuell bin, hänge ich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile. Allerdings noch nicht so lange, wie ich hier dran hing. Ach ja, falls einer von euch interessiert, oder beide, meine Schulter macht immer noch Mucken. Ist es denn besser geworden? Nein. Und das ist halt seit dem 25. ne? Naja, ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass du irgendeine Bewegung gemacht hast oder irgendwas gehoben hast und dann ist es halt passiert. Natürlich springst du nicht von der Wand ab. Natürlich. Der Vergisste von dem Ding ist auch ein bisschen eigenwillig. Ah, tatsächlich gerade so, dass man bei der Seitwärtsbewegung mit Zero mit dem Doppelsprung rüberkommt, der aber exakt richtig gesetzt sein muss. Meine Fresse.
musst für den Sprintsprung von der Wand übrigens nicht immer im exakt selben Moment Sprint drücken, ne? Du kannst es auch gedrückt lassen. Was habe ich mir schon mal rausgekriegt? Trotzdem ist es doof dafür. Rausgeklickt hat, dann sind nur noch diese dämlichen blauen Projektile da. Ach ja. Und er hat mal wieder ständig meine Maus verschoben und die Maustaste geklickt. Katze? Ja. Ah, der hat sich weggeregt. Okay. Ich will es gar nicht zulassen. Ja. Ich streiche sie halt gerne, dann liegt sie halt da. Ja, aber man sollte sich die eigenen Freiheiten nicht von der Katze einschränken lassen. Meine Fresse, wie weicht man dem Spasten aus? Also die Blitze von oben sind komplett zufällig. Toll. Da gilt auch nicht das Sprichwort, ein Blitzschlag niemals in dieselbe Stelle zweimal ein. Doch, diese schon. Ich krieg das nicht hin, das ist... Ja. Willst du es gleich mit einer anderen Rüstung probieren? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendeine sehr effektive Waffe, die gegen den Busses nützt? Also es gibt eine Waffe, die die offizielle Schwäche in Anführungszeichen ist. Das ist die von Metal Shark Player. Macht allerdings... Naja, sie macht schon Schaden, allerdings... Wenn du sie Pokespot machen möchtest und diesen Gegner ein bisschen in Stücke reißen willst, dann würde ich dir tatsächlich die Giga-Attack dieser Waffe, dieser Rüstung hier empfehlen. Denn die macht ordentlich Schaden, die wird im Kampf dann nach einer gewissen Zeit auch wieder aufgeladen und ja, bringt ordentlich was. Muss nur herausfinden, mit welchem Knopf du die auswählst. Ich weiß gerade nicht mehr, wo. Ich glaube, ich weiß das schon ungefähr. Okay. Nee, aber das Ding macht ganz gut Schaden. Jo, gut, okay. Sehr gut, dass ich jetzt weiß, wie man sie trifft. Ich glaube, die Waffe vom Metal Shark Player macht ungefähr so viel Schaden wie der Schlag, oder? Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel. Nee, die Methode von Pokespot ist schon die effektivere. Auch die Art und Weise, wie er
damals im Let's Play gegen die gewonnen hat. Naja, wäre lustig, wenn das jetzt doch noch schaffen würde. Ja, wenn er jetzt die Giga-Attack nutzt, kann ich mir das durchaus vorstellen. Weiß nicht, vielleicht ist die ja schon wieder aufgeladen. Bestimmt. Weil er nicht quasi zuletzt benutzt hat. Ja. Du siehst, das macht einiges an Schaden. Ich glaube, sie können noch häufiger treffen, wenn du sie noch näher dran einsetzt. Das Problem ist ja auch, man kann näher ran, als man das sieht erst, ne? Oder jedenfalls. Ja, du kannst ein bisschen in die Grafik reingehen, bevor du Schaden nimmst. Das musst du und ja alles sogar, sonst kannst du nicht treffen. Interessiert dich die Tomb Raider Reihe, Osuma? Wieso? Da gibt's 3 Spiele bei Epic gerade gratis. Also zum einen ist es wahrscheinlich das, was ich sowieso als nächstes Let's Playen werde, falls du es nicht mitgekriegt hast. Und zum anderen, naja, klar interessiert es mich. Ich habe allerdings auch schon eine Menge Tomb Raider Spiele. Ich weiß bloß nicht, ob die für Epic jetzt gerade welche sind, die ich schon nicht habe. Aber ich werde es mir wahrscheinlich nachher holen. Also es sieht nach moderneren aus. Also es ist einmal Tomb Raider, nur als Tomb Raider hier, Game of the Year Edition. Und dann Shadow of the Tomb Raider, Definitive Edition und dann Rise of the Tomb Raider, 20 Year Celebration. Ja, kann sein, dass ich schon alle hab. Wow.